zu zweit. Gegen den Wald. Sicherheit steht an erster Stelle. Sie sind Verladungsprofis. Ich präsentiere euch Amprelu und Gaming Gonzo. So, und jetzt sind wir wieder online in der zweiten Folge der Staffel 8. Hallo Simon. Hi Stefan. Ja, die zweite Folge sind wir jetzt. Sind natürlich ja. In der ersten Folge mal wieder glorreich an die falsche Produktion gefahren. Und ja. Was hörst du das? Ja, ich höre es. Aha. Gut, aber dann bleibst du jetzt halt hier, ne? Nein! Ich hab gedacht, ich begleite das hier. Ja, aber das mit den eigenen Produktionen ist auch so mein Plan, was ich verfolgen möchte. Aber halt zum Start der Karte wird es erstmal keine Produktion geben. Nicht so weit sein. Okay. Okay. Wo wollte ich jetzt hin? Von Bodenbelagsfabrik. Ja. So. Hab mir auch eine Timeline gesetzt, bis wann ich die Karte fertig haben wollen würde. Hallo LS19 Gamer 2022. Willkommen bei uns im Livestream. Herzlich und willkommen bei meinem Konzert. Und zwar peile ich zweites Quartal dieses Jahr an. Zum Fertigsein. Okay. Es ist noch ein weiter Weg von mir. Da überlege ich mir echt, ob man nicht einen zweiten Lader holen für sowas, weil ich könnte jetzt natürlich mit dem starken Bauern helfen, aber was sagst du, soll ich helfen mit dem starken Bauern? Kannst du tun. Ich habe jetzt zum Beispiel eine runtergeworfen aus Versehen. Perfekt. Das heißt, ich übernehme Chris seine Aufgabe, der ja gerne mit dem starken Bauern unterwegs ist. Aha. Der starke Anton aus Tirol. So. Emperlook, der zipfelzuzernde Zipfelzuzler. Yep, genau. Gesundheit. Da fällt mir ein, lieber Chris. Haben wir alles dann da aufgeladen? Ich glaube noch die zwei, gell? Und dann bist du fertig. Ja, die zwei noch und dann haben wir alle erstmal weg. So, und zwar Liederraden. Raden können wir auch jetzt schon machen. Gehen wir mal schön drunter. Gut, ich muss sagen, ich bin nicht so der gute Spieler. Aber mal gucken, ob der Chris dieses Lied errät. So, Beifahrer ist drinnen. Ja, wir haben ja zum Glück das Kubota DLC, ne? Ja. Also fahren wir jetzt zur Achterbahn. Ja. Spiel doch mal den Song Eichkatzerschwurf. Ja, den kenne ich nicht. Also, die Akkorde, die ich gerade gespielt habe, sollten zu Knocking on Heaven's Door passen. Aber ob man das erkannt hat, keine Ahnung. Nee, hat man nicht erkannt. Also ich hab's nicht erkannt.
Uiuiui. Oh, der ist aber ausgezogen, du Heideschnitz. So, ich aber mein Saxophon passt. Okay. Wie heißt es nochmal, das Lied? Das Lied hast du Oh, das Lied. Lemon Trees. Submarine. Lemon Trees. Lemon Tree. Oh, schwäbisches Lied. Von der schwäbischen Gruppe. Das habe ich mal auf der Gitarre gelernt. Okay. Ich habe mir die Gitarre selber beigebracht, aber ich könnte jetzt doch mein Saxophon rausholen. Und Amazing Grace auf dem Saxophon spielen. Du willst ihn rausholen, ne? Ja, ich hole ihn jetzt raus. So. Schmeiß weg. So, ja. Der wollte nicht so, wie ich wollte. So, 2000 Euro fast. Ja, ich fahre immer mit 4 Palettchen. Das ist doch gut. Machst du gute Arbeit? Ja, gute Arbeit diese. Kennst du von Green Deans Clearwater Revival den Song Born on the Bayou? Geiler Gitarrenpart. Kenn ich. Yesterday ist auch, ja, aber habe ich jetzt nicht im Kopf, um das gleich spielen zu können. Also dahingehend, ich muss mich hier auf Farming Simulator konzentrieren, ja? Wir sind hier ja voll Profis. Natürlich. Hallo, was anderes von uns erwartet? Ja, ich kann doch nicht den Chris ablenken. Ob da wirklich alles reingeht, natürlich nicht. Mhm. Die drei Paletten sind über. Da hat er keinen Platz mehr. Dann fahren wir es halt schnell in den Market, der ist ja gerade hier drüben. Ja. Normalerweise. Silver Market, ja. Da hinten ist dann das für Schüttgut und da das ist dann quasi das für die. Da geht's dann noch. Jawohl, ja. 6378 Euro. So, also alles vorbei, wir hören auf, wir haben heute genug verdient. So, wir können jetzt. Jetzt gucken wir mal die Produktionen durch. Also, Wechselbetrieb ist leer. Sehr gut. Bootbelag ist fast wieder voll. Dann sind noch Holzfliesen, 6400 sind drinnen. Ja, weißt du, was mir jetzt aber gerade so auffällt? Was denn? Jetzt steht da auf 8 Stunden 27 und wir haben definitiv länger wie 7 Minuten gespielt. Ja. Also da stimmt irgendwas. Ich glaube doch noch nicht ganz mit der Anzeige. Ja. Hast du gesehen, beim Boot waren es knapp 50 Stunden? Ja. Okay. Ja, mal gucken. So, dann hätte ich aber eigentlich jetzt vorgeschlagen, dass wir uns wieder ums Sägewerk kümmern. Ja, ein bisschen Holz sammeln. So, komm, jetzt darfst du mal fahren, hier rüber. Okay. Also. Aber der Chris sieht ja auch, dass die Achterbahn jetzt hier schon ein bisschen gebaut wurde. Ja. Chris, was sagst du zu unserer Achterbahn? Der hat gerade nur Liederwünsche, die ich ihm nicht erfüllen kann. So. Aber hier, Chris, die Achterbahn hat Fortschritte. Ja, wenn Chris sich noch ein bisschen verweilt da in Südtirol, dann machen wir die Jungfernfahrt ohne ihn. Ja.
So. Es hat eine Frage an dich, und zwar er wollte am besten von den Woody Falls ein Lied spielen und singen. Aha, okay. Fichtellied. Kennst du das Fichtellied? Nee, kenne ich nicht. Er hat geschrieben Fichtels Lied. Und wegen dem unserem Rollercoaster hat er geschrieben. Halt. Wo war das jetzt? Warnblinker ein- und ausschalten. Position. Position 1. Trips Trill wäre neidisch. Okay. So. Genau. Hier sind wir stehen geblieben letztes Mal beim Holzbeladen. Ja. Ne? So. Und dann beladen wir mal das hier weiter. Und ich werft jetzt also die kleinen Büschle hin, ne? Okay, ja. Ist okay. Ich glaube, ich sollte da lieber mal eine zweite, ein zweites Ding anfangen. Was ein? So eine zweite Reihe. Ja. Weil jetzt hat schon wieder der Scheiß angefangen mit dem Zuklappen, wenn ich den Arm möchte. Nämlich hier. Ich muss immer extrem weit jetzt fahren. Ja. Mach einen zweiten Berg auf, ich fahre danach rüber. Ist doch geschickter dann. Eben. Ja. Woody's Fichtelslied. Am besten das von den Woody's mal im Hintergrund laufen lassen. Links unten im Eck einblenden. Nette Idee, aber da haben wir Probleme dann mit dem Copyright. Da haben wir dann die Folge zensiert, weil wir ja quasi ein Video bzw. ein Lied laufen lassen, wo wir nicht gerechnet davon haben. Deswegen ist es immer schwierig, mit irgendwelchen Videos oder Lieder im Hintergrund laufen zu lassen. Ja. Weil wenn es gehen würde, hätte ich schon längst gemacht, weil nichts Besseres als irgendwie locker ein bisschen Musik im Hintergrund hören. Im Prinzip gute Idee, Chris, leider nicht umsetzbar. Also, stand jetzt für mich. Ja, theoretisch ist es ja umsetzbar. Du musst halt GEMA-freie Musik dir krallen. Ja, ja. Aber nicht so ein spezielles Lied, was da Christa jetzt ausgesucht hat. Das würde wahrscheinlich nicht gehen. Also, was ich jetzt zum Beispiel weiß, sehr, sehr viele Mallorca-Lieder. Ja? Kannst du hören. Okay. Weil die da kein Copyright haben oder dann nicht danach gucken? Weil sie es erlauben. Ah, okay. Aber jetzt nimmst du zum Beispiel mal AC/DC, die sind da rigoros, die wollen das gar nicht. Ja. Zusammengeklappt. Nice. Schön ist es nicht, aber ja, so wie ich sie hinlege, ist auch nicht schön. Ja gut, umsetzbar, wenn wir beide selber performen. Klar. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, dass wir beide das so performen.
Nee, das glaube ich nicht. Meinst du, es passt, wenn ich es jetzt hier mache? Ah ja. Perleffekt. So. Also haben wir das nächste Bäumchen zerlegt. Wir haben schon viel Forstfläche, ne, wo wir hier jetzt weggemacht haben. Wegmachen können noch. Achso, ja, das auch noch, ja. Ich habe ja auch letzte am Rosenmontag im Livestream auch in Stefan gefragt, ob er meint, ob wir es schaffen, hier einmal komplett die Silver Run Forest abzuholzen. Das wäre zum Beispiel eine Herausforderung, aber ob das klappt, weiß ich nicht. Also wenn wir das singen, dann kaufe mir dann auch als Dankeschön das Kubota DLC, wenn ihr Fichtelslied singt. Ich kenne das gar nicht. Fichtelslied, Fichtelslied. Fichtelslied. Fast haben wir es gesungen. So. Halt. Ich warte schon sehnsüchtig auf den Schnee. Hier in-game. Ach so. Okay. Ich habe noch nie auf der Silver Run Forest Schnee gesehen. Okay. Er hat gesagt, den Link hat er jetzt gerade im Discord verteilt von dem Lied. Ich habe die Frage, ob ich jetzt mir schön die Zeit nehme. Das Anhänger ist gleich voll. Dass ich dann mal reinhöre, welches Lied das ist. Aber nicht, dass wir denn da noch Probleme kriegen mit irgendwelchen so Vereinigungen. Eigentlich könnten wir uns auch mal überlegen, hier so ein kleines Ding zu kaufen. Was denn ein? So ein Bobcat. Ja, okay, ja. Dann hier auch mal diese Steine wegmachen. Kann man den auch so machen? Weil ich habe das geht eventuell nur in den Steinmissionen. Nee, die kannst du hier auch wegmachen. Okay. Hier die Steine kannst du wegmachen. Die kleinen auf dem Boden, ne? Ja. So, warte mal kurz. Dann gehe ich noch unten in den Discord rein. War das denn eingeschrieben? Ach, das. Welchen Discord? Ach, da ist reingeschrieben. Ich würde es mal mit Discord versuchen. Ach so, das Lied kenne ich. Ach ja. Sag ich bloß. Ach Gott. Kennst du das Lied? Wo der da so pfeift dann. Ich muss noch ein Spiel gucken, dass es der Mitte kommt. Nee, kommt nicht gut. Ich glaube, ich weiß, welches Lied. Ich höre es gerade jetzt schon kurz an. Also,
nicht verwundern, wenn ich gerade hier nicht weitermache. Gleich geht's los. Chris, das mache ich für dich. Chaka, ihr schafft es. Okay. Das ist auch der dann mit dem Akkordeon, oder? Nee. So. Das ist bei der Musikantenstarte sozusagen. Und dann kommt nämlich der kleine Fichtel. Jetzt kommt, warte, die Woody ist mit Fichtel. Ach, so geht's die ganze Zeit und dann ab und zu mal steht dann der eine Musik macht Kuckuck und der andere macht Kuckuck. Ja, doch, ich weiß, was da. Jetzt bin ich gespannt, ob da ein Text kommt. Also, wer das Lied kennt, der kann natürlich hier mitsingen. Bei mir nicht. Kuckuck. Ah, jetzt kommt der Text. Ich bin der kleine Ficht aus Zauberland. Ah, es gibt keinen Karaoke-Text. Ah, das kommt den Spaß dazu. Ich war da geschult. Fichtel. Lied Karaoke. Jetzt mal gucken. Chris, das mache ich jetzt extra nur für dich. Danke, Snücklix. Er ist gerade auf mein Ding gekommen und er zockt selber LS22 und hat sich auch gleich wieder verabschiedet. Gut, alles gut. So, jetzt geht's los. Das ist mit Karaoke-Text. Chris? Fichtellied Lyrics. Im Hintergrund pfeift er noch. Keiner hat's gesehen. Die hier mal ein bisschen Arbeit bescheren, ne? Ich stelle vom Balance und bitte euch Leute, gebraucht Verstand. Unser Lebensbeste Tod hilft uns niemand, tut uns tot. Oh Gott, das ist schlecht. Da kommt der Text erst viel zu spät. Game over. Hat das DJ Rock geschrieben? Ja, also ich glaube, ich lasse. Chris, das muss ich dann mal üben. Und wenn du wieder da bist, machen wir es gemeinsam. Dann singen wir da gemeinsam das Fichtellied. Und du kannst es vielleicht auch in einer romanischen Sprache versuchen nachzusingen. So. So. Sind Sie zufrieden mit der Menge Holz? Passt. Hab's ja gar nicht gesehen. Bei Escape-Menü, damit ich da auch. Da habe ich ein bisschen weit drüben. Der Baum fällt. Der Berg ruft. Aber ich glaube, so viel kann ich gar nicht mehr aufladen. Damit ich nicht wieder fünfmal umkipp. Ja, durch. Dann würde ich mal die erste Runde weiterfahren hier. Kannst du tun, ich mache hier noch ein bisschen weiter Holz. Ja. Weil von nichts kommt ja schließlich nichts, ne? Nee, du. Nee.
Ey Gott! Nee, nee, nicht jetzt schon wieder. Margret! Bin schon fast fertig. Nee, nee, wo ist denn hier das Sniffelstück? Sniffelstück? Eckhart! Was ist mit dem Holz? Ist er nicht geladen? Ja, Meister. Ja, Meister. Oh, Meister, ich habe wieder Holz schief gelegt. Oh, wo ist das? Tu das Note. Tu das Note. Oh. Umfallt. So ähnlich, ja. Mal gucken, ob man so fahren kann. Aber Vorsicht, it's cool, man, ja? Ja, wir singen das als Trio, genau, Chris. So. So, das Holz hebt. Hallo, ihr Stadtmenschen, ihr glaubt wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber Vorsicht! It's cool, man! It's cool, man! Kuckuck. Das magst du jetzt, ne? Genau, das ist ein Ohrwurm. So. Das ist mal ein Bild, wenn man so mit dem Holz-LKW fährt, du, heieiei. Kein Holz liegt wie das andere. Ja, das sind wir ja von dir gewohnt. Ja, das ist mein mein Markenstück, meine Marke. Upsasa, meine das ist wieder zu schnell hier. So. Na, weiter geht's. Aber ich glaube erst, dass es so gegen 13 oder 14 Uhr mit dem Schnee anfängt. Ja, glaube ich auch. Ich glaube aber nicht, dass es liegen bleibt, weil wir ja nur auf einen Tag haben, weißt? Ein Tag, ein Monat. Hatte ich auch schon, dass es liegen blieb. Echt? Okay. Und dann? Können wir vielleicht noch irgendwann Winterdienst hier machen. Also ich säg dir hier schon mal ordentlich Holz zusammen. Gut. Habe jetzt schon mal den nächsten angefangen, Stapel. Du Hochstapler, du. Nee, ich bin Tiefstapler. Tiefstapler. Okay. Gut. Erstmal hier alles aufladen. Aber das mit dem ganzen Holz mache ich ja nur für dich, damit dir nicht langweilig wird. Okay. Dass du deine... Wenn ich schon nicht Paletten lade, geht dann wenigstens Holz. Genau, weil ich komme hier absolut nicht mit dem LKW klar, weil für mich der Kran auf der falschen Seite ist. Okay. Ja. Du diskriminierst quasi unseren Kran. Ja, damit kann ich leben. Mhm. Okay, das war schön ins Leere gegriffen. Perfekto. So, wie viel machen wir denn noch? Holz. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich habe einen Countdown.
3, 2, 1,